Hallo und herzlich willkommen bei Kellermann Photographic. Hier stellen wir euch die spiegellose Systemkamera Nikon Z7 vor und berichten von den News zur automatischen Augenerkennung. Bevor wir zur Nikon Z7 kommen, ein Wort zur Firmware Version 2.0, die jetzt auf der Homepage von Nikon verfügbar ist. Damit erkennt die Kamera Augen automatisch und fokussiert, wenn dies gewünscht, dauerhaft. Werden die Augen erkannt, erscheint ein gelber Rahmen als Fokusmessfeld um eines der Augen. Falls die Kamera mehr als ein Gesicht oder Auge erkennt, erscheinen dreieckige Symbole seitlich vom Fokusmessfeld. Die Firmware lässt sich über die Nikon Homepage auf die Kamera laden. Und nun zur Nikon Z7. Für die neuen spiegellosen Systemkameras hat Nikon ein neues Bajonett entwickelt. Dieses hat einen sehr großen Bajonettdurchmesser und gleichzeitig ein sehr geringes Auflagenmaß. Beides zusammen ermöglicht ganz neue Objektivkonstruktionen. So lassen sich die neuen Z-Objektive von Nikon hinsichtlich Schärfeleistung und Lichtstärke oder auch Kompaktheit optimieren. Die Z7 von Nikon ist der große Bruder der Z6. Diese beiden Systemkameras mit Vollformatsensoren sind zeitgleich entwickelt worden und weisen in vielen Bereichen absolut identische Eigenschaften auf. Ein paar Unterschiede gibt es aber schon und diese können den Unterschied ausmachen. Im Vordergrund steht bei der Z7 die extrem hohe Auflösung. Wenn man also eine hochauflösende Kamera benötigt oder einfach die Bilddetails liebt, dann ist man bei der Nikon Z7 genau richtig aufgehoben. Mit der beeindruckenden Auflösung von 45,7 Megapixel spielt die Nikon Z ganz vorne mit. Schärfe und Brillanz sind hervorragend, die Dynamik überzeugt ebenso. Und das nicht nur im niedrigen ISO-Bereich, der bei ISO 64 anfängt. Erst ab ISO 6400 fällt die Leistung etwas ab, bis ISO 25600 lässt sich die Empfindlichkeit steigern. Die Bildqualität ist über jeden Zweifel erhaben und offenbart Details, die mit dem bloßen Auge nicht erkennbar sind. Trotz der gewaltigen Bilddaten, die bei dieser Auflösung anfallen, erzielt die Nikon Z7 eine erstaunliche Geschwindigkeit. Mit knapp 9 Bildern pro Sekunde lassen sich immer noch viele actionreiche Szenen festhalten. Zum Vergleich, die Z6 hat zwar die kleinere Auflösung von 24,5 Megapixel, dafür aber den größeren ISO-Bereich von 100 bis 51.200 und eine Serienbildgeschwindigkeit von 12 Bildern pro Sekunde. Während die Z6 273 Autofokus-Messfelder hat, sind es bei der Z7 sogar 493, die etwa 90% der Bildfläche abdecken. Dies ermöglicht, schwierigste Motive sicher zu erfassen. Dabei reagiert der Autofokus auf kleinste Bewegungen und stellt sich bei Lichtwert minus 4 noch zuverlässig scharf. Die Kombination aus Geschwindigkeit und Präzision ist beeindruckend und macht wirklich Spaß. Der integrierte 5-Achsen-Bildstabilisator ermöglicht bis zu um 5 Lichtwerte längere Belichtungen. Kommen Objektive mit eigener Stabilisierung zum Einsatz, so wird die objektivseitige Stabilisierung von Neig- und Schwenkbewegungen durch die kameraseitige Stabilisierung von Rollbewegungen ergänzt. Der Sucher bietet mit 0,8-facher Vergrößerung eine fantastische Sicht auf das mit 3,7 Megapixel hochaufgelöste Sucherbild. Die Unterschiede hinsichtlich Klarheit und Flüssigkeit gegenüber einer DSLR sind verschwindend. Die Vorteile bei Dunkelheit, der Simulation des Bildergebnisses und der Informationseinblendung liegen dabei ganz offensichtlich auf der Hand. Das 3,2 Zoll große Schwenkdisplay mit 2,1 Megapixeln erweist sich als praktikabel bei der Steuerung der Kamera und Beurteilung der Bildergebnisse. Auch Videografen können bei der Z7 aus dem Vollen schöpfen. Die 4K-Videos mit 30 Bildern pro Sekunde bieten viel Detailreichtum und Schärfe, da der Sensor voll ausgelesen und dann auf 4K runtergerechnet wird. Die Autofokusleistung stimmt auch und bewirkt weiche Übergänge. Anschlussmöglichkeiten für Kopfhörer, Mikrofon und HDMI sowie das Farbprofil N-Log erlauben professionelle Aufnahmen. Eine echte Stärke des Systems ist der FTZ-Adapter, der Kompatibilität zu über 350 Nikkoren mit F-Bajonett schafft. Wenn man also bereits F-Nikkore besitzt, dann können diese elegant in das Z-System integriert werden. Damit bietet sich die Nikon Z7 förmlich für alle Besitzer von Nikko-Objektiven an. Für alle anderen ist die Z7 ein Spitzenmodell innerhalb eines überzeugenden Systems, das durch einen Ausbau weiter an Attraktivität gewinnen wird. So viel zu der Nikon Z7. Bei Fragen oder zum Ausprobieren kommt gerne in eine unserer Filialen oder schickt uns einfach eure Fragen.